Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal eine Frage, die schon oft kam und ich sie nie beantwortet habe. Oder nicht eine Frage, eine Empfehlung. Und es geht um sogenannte Zirkularpolfilter, was die Fotografie bzw. das Videofilm angeht. Sehr geehrter Herr Kammerer, seit ich im Herbst 2017 intensiver mit unserem Gartenteich befasst habe, bin ich nun begeisterter Fan Ihrer Blogs und Videos geworden. In keinem Teichseminar und auch in keiner Literatur konnte ich so viele nützliche Hinweise finden wie in Ihren Blogs und Videos. Danke schon mal dafür. Gerne geschehen und aber auch danke, dass Ihnen das so gut gefällt. Eine kleine Frage zum Aufsalzen. Könnte ich jetzt schon natürlich ohne Eisdecke auf dem Wasser mit dem Aufsalzen beginnen oder können Sie mir eine Mindesttemperatur empfehlen? Aufsalzen kann man eigentlich immer. Ich würde es aber allerdings nie unter 10 Grad machen. 10 Grad wäre so die Schwelle, wo ich sage, darüber, wenn es notwendig ist, kann man. Ist es vollkommen unproblematisch, ist es grundsätzlich auch unproblematisch in tieferen Temperaturen. Man muss sich natürlich immer überlegen, wenn der Stoffwechsel der Koi sehr weit unten ist und sich dann das Wasser durch das Aufsalzen stark verändert, kann das natürlich schon in gewisser Weise Stress verursachen. Deshalb würde ich unter 10 Grad wirklich nur dann aufsalzen, wenn es absolut notwendig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter die absolute Algenplage bekomme, dass meine Filteranlage nicht mehr läuft oder, also dass die Funktion meiner Filteranlage beeinträchtigt wird, dann würde ich auch unter 10 Grad aufsalzen. Ansonsten würde ich es eigentlich bleiben lassen. So, jetzt zum eigentlichen Tipp. Ein Tipp aus meiner 10-jährigen Erfahrung mit der Fotografie von mir. Wenn Sie vor Ihre Digicam, ich gehe davon aus, dass es eine digitale Kamera ist, einen Zirkularpolfilter setzen, dann können Sie die Spiegelung der Wasseroberfläche fast vollständig ausblenden. Kann fast vollständig ausgeblendet werden und man hat eine brillante Durchsicht und die Koi und alles andere präsentiert sich super. Unverbindliche Beratung beim Fachmann, gutes Fotogeschäft oder Fotograf ist nützlich, aber Kamera zwecks passendem Schraubengewinde und Durchmesser dazu mitnehmen. Liebe Grüße aus Torsballig. Wo ist denn das? Ah, kurz vor der dänischen Grenze. Klaus Peter. Ja, Klaus Peter, diese Anregung kam wirklich schon von einigen Zuschauern. Und ich kann dir sagen, ich habe, was die Fotografie, ich mache das mittlerweile 20 Jahren, was Koi-Fotografie angeht, also so die Koi in der blauen Wanne, was Action-Fotografie beim Abfischen angeht, was die Blogs angeht, was die Videofilmerei angeht. Ich habe schon alles an Equipment gehabt, was es dafür gibt. Und ich habe da oben eine Asservatenkammer, wenn ich die Schublade manchmal aufmache, und das alles sehe, dann denke ich, oh, wie schön wäre das, wenn ich das Geld hätte und nicht all diesen Krempel. Ich mache das nicht professionell, bin aber irgendwann mal dahinter gekommen, dass eigentlich die Bilder, die Videos und alles am schönsten ist, wenn es für den Betrachter so rüberkommt, wie es auch für mich rüberkommt, wenn ich an den Teich laufe. Mit anderen Worten, ich habe auch keinen Zirkularpolfilter vor meinen Augen. Angler haben das manchmal, da gibt es diese entspiegelnden Brillen, damit die Fische im Wasser sehen. Aber das haben Sie nicht auf, das habe ich nicht auf, sondern ich versuche Ihnen, die Bilder, die Eindrücke so zu vermitteln, wie sie auf mich gewirkt haben, als sie an die Anlage kamen. Und manchmal ist es einfach so, da spiegelt es, wenn man von der einen Seite kommt, spiegelt es wie der Teufel. Wenn man dann zwei Schritte nach rechts geht, hört es auf zu spiegeln. Ich fotografiere zum Beispiel auch in Japan nur die Koi mit Blitzlicht. Alle anderen Aufnahmen, egal wie hell, wie dunkel, welche Lichtbedingungen, ich fotografiere immer ohne Blitz. Und das ist eigentlich, was die Digicams angeht, ist der schönste Fortschritt, den es in den letzten 10 Jahren gab, dass plötzlich die Lichtempfindlichkeit der Chips, die sogenannte ISO-Geschwindigkeit, so gestiegen ist, dass man heute wirklich mit dem geringsten Restlicht oder dass das geringste Restlicht noch ausreicht, um vernünftige Fotos oder auch Videos zu drehen. Und das ist einfach mein eigener Geschmack. Ich bin rumgerannt mit diesen Polfiltern und die muss man dann wieder verdrehen und dann wirkt nachher der Teich, wie du richtig sagst, Klaus-Peter, der wirkt brillant, aber er passt irgendwie nicht mehr in die Umgebung. Fängt man an, in der normalen Fotografie zu blitzen, dann kriegt man immer diesen Bumm, diesen Reh im Kegel des Scheinwerferlichts-Effekt. Finde ich auch nicht wirklich toll, sondern ich finde es immer am schönsten und am natürlichsten, wenn man die Dinge so präsentiert, wie sie auch tatsächlich waren, als der Blog aufgenommen wurde. Ich habe auch LED-Tafeln, so Riesenteile, wo ich dann gedacht habe, wow, und dann können wir hier und da, wir haben mal hier uns eine Zeit lang ausgeleuchtet, dass man dann auch in Gärten, wenn das Licht nicht so toll ist, dass man da so ein bisschen beim Blocken reinstrahlen kann, den Garten ein bisschen aufhellen kann. Ich sage Ihnen, ich mache heute gar nichts mehr. Ich habe meine Kamera, meine Mikrofone, mein Stativ und das war's. Das macht es auch einfach, das macht schnell. Und wenn es einfach und schnell ist, dann kann ich Ihnen auch viele Blogs präsentieren.
Und das ist eigentlich mein eigentliches Ziel. Trotzdem vielen Dank für deine Anregung und liebe Grüße an die dänische Grenze. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Blog. Tschüss.